Hallo, herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, wir haben ja letzte Folge dann in den Herbst gestartet und nun geht's jetzt los nach Hornica. Wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Da läuft nur meine Frau heute eine Quest für mich. Hallo. How is life treating you? Ja, wie kann ich dir denn helfen, verehrter Herr? Ja, okay. Kannst du mir bei ein paar Besorgungen behilflich sein? Worum geht es denn? Ein paar Hosen. Ach ja. Und jetzt braucht sie Wollstoff. Ganz schön laut, Entschuldigung. Leder und Flachs. Okay. 4 Leder, 5 Flachs. Das machen wir jetzt gleich. Dann haben wir nämlich unsere erste Quest fertig. Da wir eh hier ran müssen, ist das, denke ich, überhaupt kein Thema. Die Tonbecher wollten wir verkaufen. Die wiegen ein bisschen was, aber das geht noch. Also wir nehmen mal zur Sicherheit eine Bronzeaxt mit. Ich denke, ein Hammer. Ja, komm, nehmen wir den kleinen mit. So. Dann brauchen... Oh, wir müssen ein paar Säckchen herstellen. Scheibencluster. Also bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, müssen wir erst noch ein bisschen... Warte mal, jetzt nehmen wir das Leder mal mit. So. Also wir müssen mal schnell ein paar Säckchen herstellen. Und dann braucht sie... 4 Leder, 5 Flachs, ne? Oder ne, 5 Leder, 4, ne, 4 Leder und Flachs. F. Boah, da bin ich voll vorbeigelaufen. Jups, nochmal nach oben. Da, Flachs. So. Also, jetzt machen wir nämlich erstmal das, weil, dann haben wir das jetzt soweit fertig. Also, wir müssen schon schauen, dass unsere Leute auf alle Fälle gut gerüstet sind. Hämmer sind genug da. Äxte, ich glaube, der andere hat jetzt, also ich eine Bronzeaxt genommen, das sollte eigentlich passen für den Herbst. Und sonst ist ja auch noch eine da. Die Hacken sind da, Steinmesser sind auf alle Fälle auch da. Also sie sollten eigentlich so weit ganz gut auskommen. So. Zack, dann machen wir das wieder, ne? Jetzt muss ich bloß mal schauen, ich würde tatsächlich die Schuhe schon mal austauschen gegen Stiefel. Genau. Und eine Kappe würde ich auch aufsetzen. Das ist mir tatsächlich angenehmer. Und dann sind wir, glaube ich, in dem Punkt dann ganz gut ausgestattet. Wir nehmen unseren Recurve-Bogen mit. Wir nehmen die ganzen... Na, guck jetzt, ne? Eine Steinaxt. Vielleicht, weiß ich nicht, sollen wir nochmal eine Steinaxt machen? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Reicht es oder reicht es nicht? Kupferspeer will ich auf alle Fälle mitnehmen. Die Eisenpfeile nehmen wir auch alle mit. Ach, guck mal, hier ist noch eine Eisenaxt. Also, das, pass mal auf, da machen wir es so rum. Dann nehmen wir die mit. Ne? Und dann sind die auf alle Fälle gut gerüstet. Und 2 Bronzeäxte, die noch fast, also die mehr als 50% voll sind. Das reicht. So, den Ausnüchterungstrank nehmen wir mit. Den müssen wir auf alle Fälle mitnehmen. Und wir nehmen ein paar Nachtsicht. Tränke mit. Ich hoffe, 6 Stück reichen. Und dann schnelle heilen. Lässt wilde Tiere für eine Weile friedlich werden. Kann getrunken werden. Oh, das wäre natürlich auch richtig gut, ne? Kommen wir zumindest auf dem Rückweg dann, wenn es gefährlich wird. Gesundheitstrank, 50% mehr Ausdauer. Na, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir nochmal ein paar Heiltränke herstellen, zur Sicherheit. Weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht recht klug wäre. Entscheidet selber. Nein, Quatsch. So, machen wir, glaube ich, gleich nochmal. Brennholz 127, das sollte an und für sich auch reichen, bis wir wieder da sind. Hoffe ich einfach mal. So. Ja, dann machen wir... Ach, die 300 Bolzen. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Reicht. Passt perfekt. So, halt mit 392. Okay. Unigosts Geschichte, ja. Ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. So, pass mal auf. Jetzt machen wir mal so. Wir lassen den einen mal bei der Gewinnung... Ah ja, Brunnen. Das ist aber nicht schlimm. Den Holzschuppen... Und dann lassen wir mal
denen ein paar Bretter herstellen. Ja, das ist ja halt eh schon. Wir haben jetzt über 300 Stück. Das sollte jetzt erstmal für einen Moment reichen. Aber dann kommen wir zurück und haben im Teil doch ein paar mehr Bretter, was wahnsinnig wichtig ist für die Bauprojekte, die dann eben halt in Zukunft noch kommen werden. Ne? 54 Stück am Tag, das ist doch in Ordnung. So, also. Dann gucken wir mal zu unserer lieben Frau, was die so sagt. Hi. Ist halt schade, dass die nicht rauskommen, ne? So, hier sind die Sachen. Oh. Ein Stroh und ein Google. Okay, schön. Achso, oh, Entschuldigung, Rasimir, du jetzt läufst halb nackert rum, ne? Das wollte ich natürlich eigentlich nicht, aber gut. Wir ziehen dich natürlich wieder an. Also zum einen meine Kappe, ist nicht ganz so kühl am Kopf. Und dann die Stiefel. Es ist schon, ne? Ich bin schon der Verfechter. Mützen und ja, alles, was ihm halt so ein bisschen den Wind abhält. Also ich muss sagen, wir waren gestern im Garten und ich empfand es schon als wirklich recht kühl, ne? Es war sehr unangenehm teilweise. Und dann geht es halt einfach an die Ohren und das mag ich, also ich persönlich mag es nicht. Wo die beiden jetzt wohl hin, laufen die eigentlich immer hier über die Wege darüber und dann wieder zurück, ne? Es ist halt, naja, der Grabungsschuppen ist halt am Hintern der Welt, ne? So, jetzt müssen wir nach Hornika. In die Richtung. Hier sind halt die Wölfe, aber gut. Ah, ich glaube, das ist halt total wurscht. Aber theoretisch fände ich hier unten. Aber hier waren die Bären, ne? Ah. Okay. Gehen wir einfach wieder so ein bisschen eher in die Richtung. Ah, halt, Essen. Wir brauchen was zu essen. Wir müssen ein bisschen was zu essen mitnehmen, sonst. Ja, verhungern dir. Das ist nicht so cool, wenn du irgendwie gezwungen bist, zwischendurch ja, dir was zu jagen und was zu kochen. So, obwohl, da können wir eigentlich hier ein bisschen mehr mitnehmen. Das können wir dann nämlich ganz gut verkaufen. So, nehmen wir ein bisschen Kohl mit. Einen Kohlkopf esse ich jetzt mal. Achso. So, gucke mal. Perfekt. So, denn. Gehen wir mal los. Tschüss, meine kleinen Dorfbewohner. Bis bald. Seid schön artig. Stellt keinen Blödsinn an. Oh, ich muss. Halt, warte mal, bevor wir jetzt. Oh Mann. Mir fällt gerade ein, wo ich jetzt die Pilze gesehen habe. Wir müssen nochmal bei der Verwaltung. Wir müssen nochmal schnell umstellen. So, zum einen müssen wir hier das da. Genau, falsche Jahreszeit, siehst du? Jetzt wollte ich zwei Heiltränke mitnehmen, aber gut, das ist jetzt, ja, wir passen schon auf uns auf. So. Das ist die falsche Jahreszeit, wird im Herbst im Wald gesammelt. Aber ich glaube, wir brauchen die hier unten, oder? So, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind die, die man dann auch für die Suppe braucht, ne? Nee, halt nicht Fliegenpilz. Das ist Quatsch. Die brauchst du nicht für die Suppe. Lass uns mal schnell schauen. Technologie. Küche. Pilzsuppe. Steinpilz, Edelreiziger und. Okay, also dann doch, ne, die Steinpilze. So, jetzt gucken wir nochmal. Steinpilz. Steinpilze. Genau. So. Dann machen wir hier 30. 30. Dann machen wir auch 30. Und dann machen wir 10%. Weiß ich gar nicht. Falsche Jahreszeit. Falsche Jahreszeit. Ah ja, okay. Die Wegwarte würde gehen. Breitweigerisch. Johanniskrautbeeren.
Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Oh, was war das? Produktion. Schmiede. Kein Material. Ach so. Ja gut, dann. Kannst du einfach mal ein paar Steinäxte herstellen? Es kann schon sein, dass das alles alle ist. Ja komm, dann machen wir es weg. So. Und dann mal, lassen wir ein paar Steinäxte herstellen. Zwei pro Tag und dann machen wir noch mal ein paar. Da sind die Messer. Sollen sie noch mal Messer herstellen? Passt. Ne? Dann ist das erstmal soweit, glaube ich, hoffe ich, erledigt. Sollte jetzt passen. So. Gut. Dann sind wir vorbereitet und können endlich los. Yay! Oh, fast eine Viertelstunde. 10 Minuten. 10 Minuten damit verbracht, erstmal zu planen. Aber es ist wichtig, ne? Du kannst ja nicht einfach so blindlings loslaufen. Das wäre dann ziemlich unpraktisch. Und von daher. So, nehmen wir jetzt den Weg über die Berge. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht gleich direkt 20 Wölfen begegnen, aber eigentlich sollte es ganz gut laufen. So, ich würde tatsächlich so zwischendurch, wenn ich eh welchen sehe, mir ein bisschen was mitnehmen. Ich meine, die heilen nicht viel, aber sie heilen immerhin. So. So ein bisschen hier rum. Okay, da sieht es ganz gut aus. Na, guck, jetzt nehmen wir da die paar Kräuterschens mal mit. Ja, von mir ist auch den einen Stock. So, übrigens Spiel, du darfst wieder anfangen mit Musik. Vielleicht nicht unbedingt gleich gruselige Musik oder sowas, aber so ein bisschen darfst du jetzt dann schon. So, schau mal, jetzt sind wir ein bisschen besser vorbereitet. Jetzt fühle ich mich nochmal ein kleines bisschen sicherer, nachdem ich ein paar Kräuter einstecken habe. Ich meine, wir haben den Trank des schnellen Heilens, haben wir ja auch noch. So ist es nicht. Aber, ja, bevor wir so ganz und gar nichts haben. Müssen wir mal gucken. So ein bisschen in die Richtung runter. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir jetzt nicht gleich dann doch in irgendwelche Viechers reinrennen, ne? Aber das wird schon. Das wird schon. Kaninchen. Mhm. Hirsch, okay. Hirsch ist gut. Hirsch ist in Ordnung. Ah, guck mal, eine Schaufel. Eine Holzschaufel, ein Trinkschlauch und 200 Münzen. Ja, mega. So, wenn ihr gucken wollt, bei dem kleinen See. Hier waren, glaube ich, die Beeren, ne? Aber wenn ich jetzt hier weitergehe, ist ganz cool, weil dann kommen wir genau auf den Weg. Ach, guck mal, da ist ein Wagen. Auch schön. Pelz. Leder, Steinmesser, Wasser. Was war das? Okay, interessant. Hier ist ein Weg. Ach, du warst es. Dass ihr immer einen so erschrecken müsst, ne? Echt wiesend. Okay. Das ist ein Lager, aber scheint aus zu sein. Ui! Da hinten läuft ein Fuchs. Falke? Aha. Nee, das ist aus. Das ist schön.
Boah, ist ja voll das große Lager. Also hier könnte ich mir vorstellen, hier sind bestimmt ein paar mehr unterwegs. Jetzt gucke ich mal, was ich alles so mitnehmen kann, bevor Rasim mir rumschimpft und sagt, dass er überladen ist. Ein einfacher Rucksack. Oh cool, den können wir verkaufen. Der bringt, denke ich, ordentlich Kohle ein. Sehr schön. Hier haben wir Weinflasche, Kupferbarren, Leder. Jetzt bin ich überladen. Yay! Nein! Oh, Scheibenkleister. Oh, Eisenbolzen, Eisenbarren. Okay, also ich muss mir das tatsächlich hier mal markieren. Da muss ich nochmal hinkommen. So. Ich habe nicht genug Platz. Oh, hier ist ja noch mehr. Ey, krass. Wie cool. Also, eine Eisenarmbrust. Oh mein Gott. Wie krass. Okay. Okay. Tonschale. Das sieht aus wie ein Flakon. Genau. Okay, also hier gehen wir dann auf alle Fälle nochmal hin, ne? Hier holen wir uns das Zeug noch. Aber wie gesagt, jetzt gerade ist halt echt schwierig, weil no way, no Platz. So, da geht's lang. Gehen wir wieder. Oh, schaut voll cool aus. Ups, wieso will ich jetzt... Nein, ich will nicht dahin, wo die Wiesen gerade sind. Wo ist denn jetzt? Da unten ist der Weg. Ich bin total verwirrt gerade. Aber ich muss doch in die Richtung, ja. Da sind Wiesen. Aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, glaube ich, hoffe ich mal. Also eigentlich sollten die mich nicht aus dem Nichts angreifen. Die sind halt nur wahnsinnig gefährlich, weil die so wahnsinnig stark sind, ne? Krähe. Okay. Jagdgebiet Krähe ist auch okay. Wir müssen da weiter. Okay. Ja. Krähe. Kein Problem. Hirsch. Okay, ist auch noch in Ordnung. Müssen wir echt hier lang? Bin total verwirrt gerade. Ja, tatsächlich. Einfach da gerade rüber. Theoretisch. Gott. Das war bloß ein Hirsch, ey. Kira, das war bloß ein Hirsch. Hui! Ich habe mich schon wieder so verschreckt, ne? Bin richtig zusammengezuckt. Fuchs. Fuchs ist auch in Ordnung. Ausatmen. Ausatmen. Alles gut. Alles entdeckt, ganz entspannt. 218 Meter noch. So, jetzt sollte toi 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 hoffentlich einfach nichts mehr passieren. Nee, hier auf der Seite nicht. Die Seite ist ungefährlich. So. Oh, wow. So. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier zum einen mal, verkaufen wir jetzt erstmal unser Zeug. Hi. Und zwar habe ich mir überlegt, dass du jetzt bekommst von mir, du hast die große Ehre, du kannst dir die 300 Bolzen nehmen, dann bist du eh schon pleite. Du kriegst nicht mal alle. Scheibenkleister. Okay. Leb wohl, ja. Mhm. Wir brauchen noch jemanden. Du kannst auch was von uns haben. Du hast 1900, das ist auch nett. So, pass auf, du kriegst jetzt die restlichen Holzbolzen. Und dann haben wir ja... Haben wir doch eigentlich ein Steinmesser? Tonbecher. Hier, die kannst du noch. So viel. Oh Gott. Ja, und jetzt ist das Menschlein auch ausverkauft. Okay, eigentlich habe ich hier noch Kohlköpfe. Und ja, Good Day, den habe ich. Bin ich nämlich ein bisschen Jan. Jan! Wo ist Henry? Jetzt hier, du kriegst jetzt die restlichen Thronbecher. Und der hat das Geld. Der hat das Geld. Das brauche ich dann, glaube ich. Achso, nee, warte mal. Nur bei 100%. Ansonsten verkaufen. Okay, habe ich gemacht. Steinmesser. Ich habe aber das Kupfermesser, ne? Brauchen wir das Steinmesser ja eigentlich nicht mehr. Komm, weg damit.
Achso, und den einfachen großen Rucksack. Den einfachen Rucksack, den können wir auch noch verkaufen. So. Ja, ich glaube, soweit sieht das jetzt erstmal gut aus. Hey. Na dann. Tschüss, tschüss. Ja, ja. So, und jetzt werden wir dann mal... Sieht voll cool aus mit der Leiter, ne? Dann werden wir uns jetzt mal die Geschichte... Wir werden mal die Geschichte ein bisschen lauschen. Ich bin gespannt. Eieieiei. Ekelhaft. So. Ich bin zurück. Alles wird wieder gut. Trink das hier. Das Feuerwehr, das ist nun Glut. Und Asche, ja, okay. Was ist passiert? Wer bist diese Augen? War es das? Bin ich tot? Nein, du bist noch ausgesprochen lebendig, Kestrel. Mein Name ist Rasimir. Jordan war mein Onkel. Natürlich. Deine Augen. Jetzt verstehe ich. Es tut mir leid, ich war wohl abweisend. Abwesend. Entschuldige das Durcheinander. Das waren ein paar Dachse, die durch das Fenster hineingekommen sind. Es ist schön, dich kennenzulernen. Dein Onkel und ich, wir haben zusammen gearbeitet, beim Aushandeln der Preise vor allem. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe mich schon mit Unigos darüber unterhalten. Ich habe auch Samba und Wolrad schon getroffen. Ich weiß von eurer Mission. Ach, das ist gut zu hören. Ich war noch nie eine gute Lügnerin. Das ist etwas, das ein Freund von mir besser konnte. Ja, dein Freund Jordan, das weiß ich ebenfalls. Ich verstehe. Du weißt viel kleiner. Keinen Unsinn mehr für dich. Wir gehörten alle zur Meute, zur Familie. Wir hatten nie wirklich einen Namen oder dergleichen, aber unser Ruf reichte bis weit über die Grenzen dieses Reiches hinaus. Unsere Meute war alles, das wir hatten, bis alles einfach auseinanderbrach. Aber davon weißt du bestimmt auch schon. Nein, ehrlich gesagt nicht. Bisher hat mir noch niemand erzählt, was damals passiert ist. Tja, scheint, als würden die Jungs wohl lieber von den glücklichen alten Zeiten erzählen, aber du siehst aus, als könntest du auch mit der harten Realität umgehen. Ist es nicht so? Ja, das kann ich. Das war 12 Jahre, nachdem die Meute vollständig geworden war. Mehr als ein Jahrzehnt voller Abenteuer, Unfug, Zusammenwachsen. Wir fühlten uns noch jung, aber allmählich kamen uns Gedanken daran, was wir nach all dem tun sollten, im Alter. Wir hatten uns sogar schon einen Ort ausgesucht, an dem wir in Frieden alt werden wollten. Ja, du hast richtig gehört. Dieses Tal war immer schon unser Plan für den Ruhestand. Doch keiner von uns ahnte, dass das Ende bereits so nah war. Für einen Auftrag waren wir in eine Stadt gereist, die Navis hieß. Wir verbrachten Wochen dort. Alle fingen langsam an, etwas nervös zu werden, etwas frustriert, denn Jordan hatte darauf bestanden, alles ganz alleine zu planen. Er war bei so etwas immer verschwiegen. Wir hatten uns schon irgendwie daran gewöhnt, aber dieses Mal stimmte etwas nicht. Er sagte immer wieder, dass er sich mit irgendeinem Informanten treffen würde. Ich hatte ihn ein paar Mal durch das Fenster sehen können. Groß wie eine Eiche, aber dünn wie ein Strohhalm. Sein schmales Gesicht und seine Segelohren ließen ihn aussehen wie eine Ratte. Seine winzigen, stechenden Augen machten es nicht besser. Jordan sagte, dass er uns zur Sicherheit dieses Rattenmannes so lange im Ungewissen lassen würde. Also warteten wir, spielten Würfel, tranken und warteten. Als Jordan dann endlich seinen Plan enthüllte, dachten wir, es wäre ein Witz. Wochenlange Planung für etwas, das so einfach war, dass wir es mit verbundenen Augen hätten erledigen können? Ich nehme an, dass es am Ende dann doch nicht so einfach war. Angeblich sollte es da eine ganze Menge Diebesgut in der Schatzkammer des Stadthauses geben. Angeschleppt von einer korrupten Miliz. Der Plan war einfach, rein da alles zurückstehlen und es dann den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Kinderspiel. Jordan und Wolrad sollten für Ablenkung sorgen, während Unigost und Sambor sich die Schatzkammer vornahmen. Ich würde, wie üblich, die Pferde bereithalten. Alles lief nach Plan. Keine Überraschungen. Sambo und Unigost waren gerade dabei, die Pferde zu beladen, als ich sah, wie Wolrad alleine zurückkam. Er erklärte, er und Jordan hätten sich aufgeteilt und er sollte gleich nachkommen. Das gefiel mir gar nicht, denn dafür hätte es keinen Grund geben sollen.
Also entschied ich mich, nach ihm zu suchen. Sein teures Dorfbesserchen konnte ich ewig weit riechen. Also war es nicht allzu schwer, ihn zu finden. Ich folgte seinem Duft bis in die Kammer des Stadtschreibers und da sah ich es. Was hast du gesehen, Kestrel? Wären die Ohren nicht gewesen, ich hätte es nicht wiedererkannt. Sein Gesicht war so übel zugerichtet, seine eigene Mutter wäre daran gescheitert. Jordan stand über dem leblosen Körper des Rattenmannes und wich sich das Blut aus den Händen. Das tat er mit einer Flasche Met, nahm dann einen Schluck davon. Ich werde nie vergessen, wie ungerührt er in diesem Moment wirkte. Als wäre das alles das Normalste von der Welt. Er klemmte sich eine Art Büchlein hinter den Gürtel und dann bemerkte er mich. Ach, Scheiße. Für einen winzigen Augenblick sah ich sein wahres Gesicht, seine reine und unverstellte Reaktion darauf, mich zu sehen. Es war nicht Angst und auch nicht Scham. Es war nur Verärgerung. Er warf mir einen finsteren Blick zu, weil ich seine Pläne durchkreuzt hatte, weil ich nicht gehorcht hatte. Diese ehrliche Reaktion konnte selbst er nicht kontrollieren. Schlagartig veränderte er sich sein Gesicht. Er wirkte ganz plötzlich erschrocken, verängstigt, außer Atem. Vielleicht hatte er sogar eine Träne in den Augen. Er griff sich meine Hand und sagte, dass wir weglaufen müssen, dass wir nicht sicher wären, dass er erklären würde. Also rannten wir zu einer Kampfgefährtin zurück, sprangen auf die Pferde und flohen. Ich erzählte den anderen, was ich gesehen hatte. Jordan hatte die heiligste unserer Regel gebrochen, seine eigene. Er versuchte zu erklären, sich zu rechtfertigen, aber alles, was wir hörten, war nur mehr und mehr Lügen. Er hatte unser Vertrauen gebrochen. Wir redeten und stritten die ganze Nacht hindurch. Am Morgen war Wolrad der Erste, der seine Sachen packte. Wir hatten ihn immer ein wenig wie einen jungen Bruder behandelt, der uns irgendwie dazu gezwungen hat, ihn auf unsere Reisen mitzunehmen. Aber in diesem Moment war er der reifste von uns allen. Er war klar, dass er mit der Meute vorbei war. Es war klar, dass mit der Meute vorbei war. Sambor ging kurz danach, dann tat ich es ihm gleich. Unigost blieb bei Jordan. Er konnte einfach nicht ohne ihn leben. Er liebte ihn von allem am meisten, sogar mehr als mich. Als ich mich noch einmal umdrehte, sah ich wieder dieses Gesicht. Unsere Augen trafen sich für einen winzigen Augenblick. Und die von Jordan waren nicht traurig, sie waren voller Verachtung. So ist das damals passiert. Es tut mir leid, Rasimir, das ist wahrscheinlich nicht das, was du erwartet hast. Ach, es ist mir egal, was ich erwartet habe. Nein, es ist egal, was ich erwartet habe. Das ist in dem Moment tatsächlich ein Unterschied. Es ist die Wahrheit, die zählt. Die Wahrheit ist ein ziemliches Missstück. Sie ist nicht schön und sie ist nicht verlässlich. Sie hat viele Doppelgänge und eine zu große Schwäche für dreckige Betrüger. Aber sie deutet trotzdem darauf hin, dass Jordan ein Mörder ist. Dein Onkel war ein außergewöhnlicher Mann. Ja, das haben bisher alle gesagt. Er war wirklich brillant, seine Zeit voraus, würde ich sagen. Er konnte Dinge vorhersagen, die eigentlich niemand hätte kommen sehen können. Er konnte den Verstand von anderen lesen wie ein Buch. Der Perfektionist in seinem Kopf konnte nicht damit umgehen, zu verlieren oder Unrecht zu haben. Jordan konnte ungeduldig und jähzornig sein. Es war immer einsam und er trug es nicht. Einsam? Er hatte doch euch alle, die Meute, Familie, jeder liebte ihn. Und doch waren wir diese eine Sache, die ihn ständig zurückhielt. Sich um uns zu sorgen, uns zu lieben. Das war eine Bürde für ihn. Diese emotionale Bindung machte ihn abhängig, schwach, gewöhnlich. Und gewöhnlich zu sein, das war für ihn noch schlimmer als der Tod. Das ist ehrlich gesagt ziemlich traurig. Wir sorgten dafür, dass er auf dem Boden blieb. Seinem Ehrgeiz konnte er dennoch keine Grenzen setzen. Es war, als würde ihn eine Krankheit von innen auffressen. Es erstickte ihn förmlich, unbekannt zu sein. Das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen zu sehen, denen er geholfen hatte, das war einfach nicht genug. Lob und Dank zu hören, auch das war nicht genug. Er wollte anerkannt sein, verehrt und am Ende vielleicht ein Stück auch gefürchtet. Ich kann nicht glauben, dass du Jordan meinst. Ich dachte, er wäre ein Held gewesen. Ich wollte so sein wie er.
Das Leben ist hart, Kleiner. Du kannst ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Genauso wenig kannst du einen Mann nach nur einer seiner Taten oder nur einem Teil seines Lebens beurteilen. Nichts ist je, nur schwarz und weiß. Und Nigos hat mir dasselbe gesagt. Er kannte Jordan wahrscheinlich besser als jeder andere, wusste selber die schlimmsten Dinge. Trotzdem war er wie ein Bruder für ihn und hätte ihn nie verletzt. Nun, er hat mit Jordans Frau geschlafen. Also weißt du auch davon. Wie es scheint, versteht ihr euch wirklich gut, Unigost und du. Ja, das hat er getan. Und ich bin sicher, dass Jordan alles darüber wusste. Denkst du das ernsthaft? Dieser Mann konnte die Farbe der Unterhose einer Frau von nichts als ihrem Lachen herleiten. Ich bin sicher, dass er von mir und Unigost wusste. Warum hat er dann nichts gesagt? Ich habe viele schlaflose Nächte damit verbracht, darüber nachzudenken. Ich habe ein paar Vermutungen. Diejenigen, die mir am sinnvollsten erscheinen, ist allerdings die einfachste. Es war ihm egal. Er liebte mich nicht genug, um mich für sich alleine haben zu wollen. Gleichzeitig wollte er, dass wir glücklich sind. Also schritt er nicht ein. Sicher, er hat sich darüber amüsiert, wie wir uns mehr oder mehr in unsere Lügen verstrickten. Als würde man Kindern dabei zusehen, wie sie sich an einem Spiel für Erwachsene versuchen. Vielleicht hätte er sich ändern können, vielleicht, wenn das Kind nicht... Also, tut mir leid, ich wollte nicht... Wenn das Kind nicht tot zur Welt gekommen wäre, kein Grund, dich zu entschuldigen, das ist, was passiert ist. Vielleicht. Er hatte sich darauf gefreut. Es schien zumindest so. Er hörte gar nicht zu, wenn ich sagte, es könnte ein Mädchen werden. Er wünschte sich einen Jungen, einen kleinen Jordan an seiner Stelle. Aber... Es wäre ohnehin nicht so gekommen, zumindest nicht dieses Mal. Warum das? Es war nicht sein Kind. Also wusstest du es? Es war also wirklich Unigosts Kind. Eine Mutter weiß so etwas einfach. Nein, weiß sie nicht. Ich weiß, dass es Unigosts Kind war. Also nur in dem Moment, wenn sie nur mit dem einen schläft und nicht mit dem anderen. Sobald ich sein Herz in mir schlagen hörte. Aber du hast es keinem von beiden je gesagt? Nein, in dieser Situation erschien es mir das Beste, es ihnen nicht zu sagen, aber du musst mir nicht zustimmen. Naja, ich sage mal so, in dem Moment hätte ich wahrscheinlich das Gleiche gemacht. Weil zum einen ist das Kind eh nicht mehr da, ja, es hätte nichts daran geändert und Unigost, es sei denn... Das war der Grund, warum Jordan dann schließlich endlich umgebracht hat oder getötet wurde oder wie auch immer. Dann macht es tatsächlich einen Unterschied. Dann hätte ich es in dem Moment wahrscheinlich schon gesagt. Ach, egal. Es gab keine richtige Antwort auf die Frage nach dem Vater. Du hast versucht, sie beide nicht weiter zu verletzen. Und das tue ich auch nicht. Du hattest kein Recht, diese Entscheidung allein zu treffen. Unigost hätte die Wahrheit verdient, genau wie Jordan. Ah, das ist echt richtig mies, ne? Es ist wirklich eine schwere Situation. Ich meine, sie waren ja beide eigentlich schon verletzt genug. Und ich meine, vielleicht war sie auch selbst in dem Moment sowas von völlig am Ende. Ich bin wirklich überzeugt, sie hat in dem Moment das Beste getan, was sie in dem Moment gedacht hat. Ich würde ihr das niemals vorwerfen. Es ist gar nicht mein Recht, das zu tun. Also ich bleibe bei 1. Und auch dabei habe ich vollkommen versagt. Du hast versucht, sie beide glücklich zu machen. Reden wir nicht länger darüber. Es gibt keine wichtige Angelegenheit, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Du magst mich für verrückt halten, aber ich muss es aussprechen. Ich glaube nicht, dass Jordan eines natürlichen Todes gestorben ist. Was? Was sagst du da? Ich glaube, dass er ermordet wurde. Wie kommst du darauf? Was weißt du über seinen Tod? Nicht viel, nur dass er friedlich im Schlaf gestorben ist. Das ist, was Unigost mir erzählt hat. Oh, und du hast es einfach angenommen, dass eine Krankheit daran schuld war? Und das Alter? Nein, also es war nur, ich meine, ja, ich denke, das habe ich getan. Siehst du, das ist es, was für mich nicht ins Bild passt. Ich kannte Jordan. Er war ein starker und gesunder Mann. Wir hatten uns sogar einige Tage vor seinem Tod noch getroffen. Er wollte
wieder Kontakt. Mir war klar, dass er etwas plante und dass er nicht einfach so in seinem Bett sterben würde. Er hatte keine gesundheitlichen Schwierigkeiten, er hatte Feinde. Von denen hatte er sicherlich mehr als nur genug. Das kann ich nicht glauben. Es klingt so weit her. Nein, tatsächlich, das klingt ziemlich überzeugend. Ich habe es geschafft, diesen Quacksalber auffindig zu machen, der damals Jordans Leiche untersucht hat und der entschieden hat, sie noch am selben Tag zu verbrennen. Etwas, das für sich genommen schon bereits sehr seltsam erscheint. Und hast du schon mit ihm geredet? Nein, das wollte ich, aber ich habe mich in meinen Schatten verloren. Hast du von einem anderen der Meute den Verdacht erzählt? Nein, es mag hart klingen, aber auch sie gehören zu den Verdächtigen. Verdächtige? Ich dachte, ihr seid eine Familie. Ich glaube auch nicht wirklich, dass sie es waren. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass sie es nicht waren. Doch wir können im Moment noch nichts von niemandem ausschließen. Das bedeutet, dass du ihnen nichts davon erzählen darfst. Nicht, bis wir nicht etwas Entschiedeneres in Erfahrung gebracht haben. Hier, ich markiere auf dieser Karte, wo in etwa du diesen Quacksalber finden solltest. Du wirst etwas suchen müssen. Sprich mit ihm und komm dann zurück. Das heißt, falls du dazu bereit bist. Selbstverständlich bin ich das. Ich bin bald zurück, denn das ist das, was wir ursprünglich wollten. Jetzt ist es finster. Es ist ja schon 20.45 Uhr. Greetings. Ah ja. Ich könnte die auch anbandeln. Okay. Krass. Ja, Leute. Dunkel ist es geworden. Wir haben jetzt auch echt über eine halbe Stunde lang. Wollte ich gar nicht spielen. Ich muss jetzt dann anfangen, mich fertig zu machen für die Arbeit. Ach, ist ja cool. Ich kann hier... Nein, ich kann hier nicht durch. Oh, es wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich stecken geblieben wäre. Ja, krass. So, was ich jetzt aber schneller machen möchte, ich möchte mal... Ah, jetzt schläft Kazimira schon, ne? Ja, oder? Nee, ich glaube, sie putzt noch. Hallo? Da. Kann ich dir bei was helfen? Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Bin gleich wieder da. Das ist in Ordnung. Was will es denn haben? Tagebuch. 2 Beeren und 7 Fleisch. Buh. Hallo Helga. Oh, der hat nur 5 Fleisch. Nein, die hat nur 5 Fleisch. Und 7 wollte sie, ne? Oder? Ich weiß gar nicht genau. Jetzt gucke ich mal. Ja, ja. Ja, dann müssen wir noch ein Tierchen fangen. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein, ne? Guck mal, da ist eine Krähe. Oder eine Taube. Entschuldigung. So. Dann haben wir jetzt nämlich... Ja, eine Krähe. Ja, irgendwann komme ich wieder hierher und dann... Ne? So, 4 Fleisch. Sehr schön. Ja, meine kleinen Ponys. Hallo. Irgendwann darauf freue ich mich halt nach wie vor. Super. So, jetzt habe ich hier, da, deine Quest erledigt. Dann ist das schon mal. So, jetzt gucken wir mal eben nochmal schnell, wo der ist. In Rolnica. Nee, nicht in Rolnica. Ach, hier. Hier irgendwo ist der Quacksalber. Okay. Ah ja, cool. Gut, aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, ihr Lieben. Ja, wie erwartet, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich bin echt krass gespannt, was jetzt noch kommt. Also wirklich, ich habe da so eine dunkle Vermutung, die mir gar nicht gefällt. Ich hoffe so ein Stück weit, dass das nicht der Fall ist, aber wer weiß. Wir werden sehen. Jo, genau, dann... ein Apfel. Bleibt gesund und munter. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.